Ja, guten Tag, mein Name ist Hartwig Finger, ich bin Präsident der Dwyer Group in Europe und 43 Jahre alt und seit November 2015 dabei. Bei Rainbow International ist neu, dass seit 2014 die Dwyer Group die Masterlizenzrechte von Tobias Baumann zurückerworben hat und damit den Markteintritt in den europäischen Markt realisiert hat. Er hat es auch sehr erfolgreich aufgebaut, aber im Rahmen einer Neuorganisation sich entschieden, die Lizenzrechte zurückzuverkaufen. Und die Dwyer Group als Multi-Franchise-Konzeptanbieter hat dies als Möglichkeit ergriffen, im direkten Franchise an die deutsche Franchise-Welt anzuknüpfen und dort dann den Markteintritt für Europa zu realisieren. Die Auswirkungen für die Franchise-Partner von Rainbow sind sehr stark in der Professionalisierung des Franchise-Konzeptes, der Unterstützungsprozesse für die Franchise-Nehmer. Das heißt also, wie werden Franchise-Nehmer begleitet in der Entwicklung, wie werden Franchise-Nehmer gefördert in ihrem Businessplan, wie schafft man es, neue Franchise-Nehmer erfolgreich am Markt zu platzieren, aber auch in der Marktfokussierung und dem Key-Account-Management, um dort das ganze Expansionsprodukt der Rainbow International nach vorne zu treiben. Das klare Ziel der Dwyer Group in Europe ist es natürlich, als Multi-Franchise-Konzeptanbieter erfolgreich zu sein und dies auch durch den Zukauf von weiteren Marken zu realisieren. Das heißt, neben der Rainbow International, welche sich um Brand- und Wasserschadensanierung kümmert, auch andere Brands rund um die Immobilie hinzuzunehmen. Dies haben wir kürzlich durch die Akquirierung der Locatec realisieren können, um ein erstes Zeichen in der Franchise-Branche zu setzen und auch als Innovation für den deutschen Markt zu initialisieren. Als nächste Schritte ist es natürlich ganz klar, dass wir weitere Firmen sondieren, analysieren und auch auf Zukäufe hoffen, dass wir dort die richtigen Firmen finden. Wir schauen speziell nach Firmen, die rund um die Immobilie einen Service anbieten, profitabel sind und auch schon etabliert sind, dass wir quasi mit unseren Erfahrungen der Dwyer Group diese Unternehmen stärken können, durch Innovationen auch nach vorne treiben können und das Wachstum dann fördern.